Hi Egbert, hast du schon etwas über die neuen IE4-Motoren gehört? Könntest du uns etwas dazu sagen? Hi Eva. Hi Eva. Ja klar. Das sind Motoren neuester Bauart, die energieeffizienter sind und so helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren. 80% der Energie wird in der Antriebstechnik in der Industrie umgesetzt. Durch eine Verbesserung des Wirkungsgrades verbraucht ein EE3- oder EE4-Motor bei gleichbleibender Leistung weniger Energie und verringert so CO2-Emissionen. Somit können unsere Kunden ihren CO2-Footprint reduzieren? Sind wir mit unseren Schaltgeräten auch dafür gerüstet? Ja. Wir unterstützen mit unseren Schaltgeräten die Bemühungen, der Antriebstechnik umzusetzen. Unsere Produkte sind IE3 und IE4 ready und werden somit für die neuen IE4-Motoren geeignet sein. Werfen wir gemeinsam einen Blick darauf. Das ist faszinierend. Wie wirkt sich unsere Optimierung aus? Nun, Fehlauslösung eines IE3- und IE4-optimierten Schutzgeräts beim Anlaufvorgang eines IE4-Motors werden vermieden. Schaltgeräte wie Schütze beherrschen die erhöhten Anlaufströme problemlos, egal ob IE3- oder IE4-Motor. Und für welche Geräte gilt das nun? Für unsere Sirius- und Zentron-Motorschalt- und Schutzgeräte wie Motorschutzschalter, Schütz- oder Leistungsschalter. Weißt du, dass seit neuestem auch unsere Geräte mit AC3E gekennzeichnet sind? Was bedeutet das? Die neue Gebrauchskategorie AC3E für Schütze und Motorstarter deckt normativ die erhöhten Anforderungen an die Schutz- und Schaltgeräte ab. Diese Kategorie sollte auch bei Auswahl der Geräte beachtet werden. Also die Kennzeichnung findet man im Katalog sowie auf den Geräten selbst. Siehe hier. Take a look at this, for example. Gibt es weitere Maßnahmen, die wir umgesetzt haben? Unsere Sirius-Schutzgeräte bieten optimierte Einstellungsbereiche für Motorströme und garantieren in jeder Situation zuverlässiges Schalten und verlässlichen Schutz. Optimale Voraussetzungen für den Einsatz der modernen IE3- und IE4-Motoren. Jetzt bist du dran. Wir sind IE3 und IE4 ready. Bist du es auch schon?